Nürnberg gegen Hannover und für 96 könnte es noch fürs Grand Final reichen. Dazu müssten heute aber viele Punkte her, am besten 7 bis 9, und die Konkurrenz müsste auch noch mitspielen. Die Chancen auf die besten 6 also eher gering. Das Grand Final gibt's dann übrigens live auf eSports.com und YouTube. Die Finalspiele wieder exklusiv bei Pro 7 Max. Rein ins Spiel bei 1:1. Bubu gegen Erol, und die Nürnberger in Weiß kommen besser aus der Halbzeitpause. Die Führung zum 2:1. Jetzt ist Bubu der bessere Spieler. Erol tut sich schwer. Mit diesem Ergebnis wären Hannovers Träume vom Grand Final ziemlich sicher ausgeträumt. Aber es kommt noch schlimmer. 2 Tore Vorsprung für den Club und es bleibt kaum mehr Zeit. Kurz vor Schluss kommt Hannover zwar doch noch zum Anschlusstreffer, aber es ist zu spät. Endstand 3:2 für Bubu. Eine bittere Niederlage für Erol. An der Xbox Kevin gegen Doncic. Jetzt muss Hannover punkten und sie starten gut ins Spiel. In den dunklen Trikots von rechts nach links. Kurzpassspiel im Strafraum. Das muss Nürnberg besser verteidigen, denn so kommt Doncic zum Abschluss und macht ihn rein. 0:1. Die Gäste sind das bessere Team, da gibt es keine zwei Meinungen. Wieder 96 auf dem Weg in die Offensive und da wird Doncic gefoult. Das gibt 11 Meter. Teuchert gegen Willert. Geradeaus rein ins Glück. 0:2. Kevin tut sich schwer an diesem Tag. Er kommt zwar ran auf 1:2, aber alles in allem ist da nichts zu machen. Kurz vor Schluss Hannover mit der Entscheidung gut durchgesteckt. 1:3 der Endstand. Ab ins 2:2 und wir steigen ein beim Stand von 2:2. Direkt rein in die heiße Schlussphase. Hannover in Rot. Die harmonieren gut, die Niedersachsen. 80. Minute und den macht Doncic rein. Die Führung für 96. Aber Achtung, es geht ja noch 10 Minuten. Allerdings bleibt Hannover jetzt spielbestimmend, lässt dann nichts mehr anbrennen. Ganz im Gegenteil, Weidand gut kombiniert. Da ist Duxch zum 4:2 Endstand. Nürnberg holt damit einen Sieg, beendet die Saison auf Platz 15. Für Hannover reichen die 6 Punkte nicht fürs Grand Final. Am Ende heißt es Tabellenplatz 8.